Ja, so sieht das Wetter hier aus, kurz vor Weihnachten. Regen, Wind und Tauwetter. Aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten, euch ein kleines Update zum Mikrocamper zu geben. Ja, und auch wenn das in der Garage dann immer so ein Thema mit dem Licht ist, aber bei dem Wetter müsst das mir vergeben. Da habe ich keinen Bock, da draußen rumzustehen. Okay, hier ist er geparkt. Ja, hier haben wir es zwar nicht so schön hell, aber immerhin trocken. Ja, was hat sich also schon wieder getan? Fangen wir doch mal hier oben an. Hier hat sich jetzt eine Solarplatte eingefunden, ein Solarpanel. Und zwar befestigt wieder, wie ich es gerne mache, mit Druckknöpfen. Ja, so kann ich das Teil rucki zucki, wenn ich will, vom Dach auch runterholen. Ja, das ist von daher vorteilhaft, da ich mir dann hier noch einen Stecker gebaut habe, wo ich das dann einfach trennen kann, die Verbindung. Ja, das sieht jetzt vielleicht nicht sonderlich schön aus, wenn man hier so einen Nupsi stehen hat, aber der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand. Denn so kann ich jetzt 4 Druckknöpfe gelöst, Stecker ab und ich kann die Solarplatte runternehmen. So, dann habe ich noch ein Adapterkabel mit 2 Meter Länge oder 3 Meter Länge. Und kann dann hier die Verbindung herstellen und kann halt das Solarpanel irgendwo an der Seite stellen, hinten hinstellen, wenn man halt irgendwo parkt. So halt ausrichten, ja, wie ich es für die Sonne brauche. Rein für hinten für den Aufbau reicht mir auch dieses 100 Watt Panel. Das reicht mir vollkommen, hoffe ich zumindest. Also im großen Pkw-Wohnwagen habe ich auch nur 100 Watt drauf. Ja, und konnte damit auch immer relativ gut autark stehen. Klar, wenn die Sonne nicht da ist, wird es eng, logisch. Ja, und dann machen wir mal die Luke mal auf, dass wir uns den Innenraum mal angucken, denn da ist auch was passiert. Ja, ich habe ein paar Holzkisten reingestellt. Nein, es ist natürlich noch etwas mehr passiert. Dazu machen wir jetzt erstmal wieder Strom an. Alleine sind schon so ein paar Feinheiten passiert, ne? So wie hier die spitzen Kanten, die hier von dem Ausschnitt waren. Habe ich jetzt mal hier einen Kantenschutz drum gemacht. So, Licht geht an. Ja, fangen wir mal gleich hier vorne an. Hier habe ich mir mal ein altes Tablet hingehangen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel unter anderem mein Licht hier steuern. Die Helligkeit, die Farbe, ja, Szene. Zum Beispiel, dass es jetzt solche Spielereien macht wie jetzt, dass sich so ein bisschen die Farben ändern. Ja, ich kann es auf Musikmodus stellen und. Also viel Spielerei, die ich vielleicht gar nicht brauche. Aber besser haben als brauchen. Hier habe ich natürlich auch die App drauf für den Solarladeregler, der vorne im Fahrzeug sitzt. Ja, hier könnte ich von hier hinten dann halt auch sehen, wenn denn jetzt in der Garage schlecht, kommt keine Sonne. Aber hier kann ich mir halt den Zustand der Batterie angucken. Ja, und wenn denn Sonne scheint, kann ich genau verfolgen, wie viel reingeht. Oder in diesem Fall in der Garage, wie viel auch nicht reingeht, nämlich nichts. So, dann klappen wir das mal wieder an die Seite. Ja, Schubladensystem kennt ihr schon, wenn nicht, guckt euch das vorletzte Video an. Ja, hier habe ich jetzt einfach auch nur mal mit den Matten was draufgeklebt, dass man da nicht so das nackte Holz hat. Aluleisten hatte ich noch liegen. Die 2 Stück hier, die habe ich auf die Seite gemacht. Im Nachhinein war das dumm, weil hier musste ich jetzt stückeln und ja, man sieht halt immer diese Kante. Und hier auf dieser Seite habe ich ein Stück nachgekauft in komplett den 2 Metern. Ja, da wäre das Gestückelte vielleicht hinter diesem Block besser aufgehoben gewesen als da an der Wand. Aber nun ja. So, hier versteckt sich auch nochmal ein Solarladeregler. Da ist erstmal nur ein billiger, da kommt noch was Vernünftiges hin. Der speist also jetzt die Batterie, die hier unterm Bett eingebaut ist. Solar vom Dach hier rein und dann zur Batterie. Zudem kann ich hierüber meine Außenbeleuchtung steuern. Denn ich hatte noch eine LED rumliegen und da dachte ich auch, komm. So ein bisschen Außenlicht wäre doch auch nicht schlecht. So, dann hocke ich mich jetzt hier mal rein. Und da der Bauer nebenan schon wieder mit seinem Hofstapler da rumspielt, machen wir auch die Klappe mal dicht. Vielleicht ist das dann nicht ganz so laut. So, naja, hier ist noch nicht gedämmt, bringt nicht viel. Ja, hier sind wir jetzt also im Innern. Moment, dann machen wir das Ganze doch auch mal gleich hell hier drin. So, oder ist das sogar kontraproduktiv? Ja, vielleicht gar nicht mal so gut, oder? Mit der Kamera, das Gegenlicht. Na, lassen wir es mal so. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, wie ihr sehen könnt, die
Holzblöcke. Ich nehme mal die Mütze gerade runter, weil die schlürt hier unterm Styropor und ich glaube, das hört man nachher im Video. So, genau, die Holzboxen. Ja, ich hatte 2 Stück hatte ich davon noch rumstehen. Dachte, Mensch, kannst du nicht irgendwie integrieren, um was abzulegen oder sonst was? Und da kam mir, Mensch, mach doch irgendwie so eine Art Küchenblock draus. Ja, gesagt, getan. Habe also mir 2 Stück zusammengeleimt übereinander. Die seitliche auch geleimt und geschraubt. So ist das jetzt ein Block. Dieses Oberteil hier, was noch so ein bisschen unschick aussieht, da muss ich noch mal mit Farbe drüber. Das hatte ich schon mal im Fahrradwohnwagen. Ja, da kann ich hier meinen Kocher genau reinstellen. Dann sitzt er da auch so, dann sitzt er da auch bündig drinne. Das Ganze ist hier auch nur bündig eingesteckt, also wirklich stramm. Ne, habe ich mir hier so Leisten hintergemacht und zwar so knapp, dass du wirklich, ja, dass das richtig einrastet quasi. Hier drunter befindet sich ein 10-Liter-Kanister mit Frischwasser. Ja, und ein kleines Highlight ist natürlich mein Wasserhahn hier. Also ich habe darauf verzichtet, hier mit irgendwelchen Fußpumpen, Handpumpen oder sonstiges zu hantieren, sondern das ist ein elektrischer Wasserspender. Ja, und dann stellen wir hier unseren Topf zum Beispiel drunter. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich habe den Schlauch nur fürs Video jetzt mal grob verlegt. Der hat so einen kleinen Knick da drin. So, und jetzt machen wir den an. So, und schon kommt unser Wasser da raus. So, und dann nehmen wir es, schmeißen auf unseren Herd und können das Kochen beginnen. Na, und ich finde, das ist doch eine coolere Nummer, als wenn ich da mit der Handpumpe angegangen bin oder hier mit einem Kanister hantieren muss. Also das Ding finde ich wirklich so ein kleines Highlight. Ist auch gar nicht teuer, so ein Teil, aber finde ich total schick. Ja, und ansonsten, das kennt ihr ja schon, ne, mit dem Licht da, da ist das Kabel jetzt verlegt. Ja, hier habe ich halt auch nochmal Stauraum hier vorne in den Kisten. Und ja, soweit bin ich damit jetzt eigentlich schon mal zufrieden. Was mir noch Kopfschmerzen macht, also ja, die Decke muss ich mir noch was einfallen lassen, aber das macht mir nicht mal Kopfschmerzen. Kopfschmerzen macht mir die Umrandung von den Bullauge da vorne und halt auch hier hinten. Ja, mit diesen dicken Styrodur halt, ne? Da ist, ich weiß noch nicht, wie ich das verblenden kann. Weil ich kann jetzt innen keine Blende reinziehen, weil ja hier die Drehknöpfe, ja, die klappen ja nach außen weg. Da habe ich keinen Platz, irgendwelche Blenden drauf zu machen. Also, das macht mir echt noch Kopfschmerzen, wie ich das mal ein bisschen schicker kriege. Aber vielleicht kommt mir da ja auch was. Im Moment fällt mir da nichts von ab, wenn es so aussieht. Aber ja, schön ist anders, ne? Naja, und wenn man hier hinten so sitzt und während das Süppchen dann vielleicht anfängt zu kochen, dann könnte man hier zum Beispiel sich sein Tablet auch nehmen und was weiß ich, ein bisschen Apple TV oder sonst was gucken oder auf YouTube, falls es draußen regnet. Ansonsten geht man natürlich nach draußen. Wie ihr sehen könnt, hier im Eingangsbereich ist auch nochmal so ein LED-Stripe. Ja, wo auch manche geschrieben haben, ja, ist ja wie ein Darkroom oder so. Ich finde, mit dieser Beleuchtung, auch wenn ich das große Licht jetzt zum Beispiel ausmache, können wir ja mal machen. Ich finde das eigentlich recht muckelig hier drin. So, machen wir das mal aus. So, und dann habe ich hier drin, finde ich, eine recht angenehme Beleuchtung. Halb muckelig. Und brauche ich es hell, muss ich mir halt das große wieder anmachen. So, und schon haben wir wieder richtiges Licht. Ja, und auch wenn ich halt diesen Höhlencharakter halt mag, wie ich schon mal sagte, ist es ja gar nicht mehr so schlimm, finde ich, weil durch die Beleuchtung hier überall ist das doch relativ aufgelockert, ne? Auch hier mit dem Holz. Auch wenn ich erst gar nicht wusste, lasse ich es in der Holzoptik. Ich bin mir da selber jetzt auch noch nicht einig, ob ich so lasse oder ich, weil eigentlich, ja, so richtig reinpassen tut es auch nicht, ne? Aber es lockert das halt schon auf, ne, durchs Helle. Also ich weiß noch nicht, was ich da mache. Aber so dieses Prinzip finde ich schon mal echt gelungen. Also ich habe so eine kleine Küchenzeile, ja, wo ich meine Sachen unterbringen kann. Ich habe mein fließend Wasser da. Also das ist schon mal eine ganz schicke Sache. So für mich. Tja, und wie sieht das eigentlich aus, wenn wir jetzt auf dem Handy ein bisschen Musik machen und dann hier auf Musik gehen? So sieht das Ganze dann aus. Machen wir mal lauter. Ja, habe ich meine kleine Disco hier drin. Ja, aber wie ich schon mal sagte, solche Spielereien brauche ich nicht. Sowas finde ich ganz nett. Ja, so ein bisschen Ambiente-Licht, also was so ein bisschen so ganz leicht immer mit den Farben spielt.
Das finde ich ganz gut. Und ansonsten bleibe ich einfach bei den Standardfarben. Wichtigste ist mir, wie ich schon mal betont hatte, dass ich es dimmen kann. Also diese Funktion, das ist für mich halt das A und O. So, aber dann verlassen wir die Hütte jetzt mal wieder. Denn soweit habe ich erstmal alles gezeigt. Oh, ganz schön hoch der Bock. Ja, lassen wir den Blick noch einmal schweifen. Ja, und somit bin ich meinem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Wenn das Ganze irgendwann mal richtig fertig ist, dann wird es natürlich eine richtige Roomtour nochmal geben für die, die diese Folgen hier vielleicht verpassen. Aber ihr seid erstmal wieder auf dem neuesten Stand. Ja, und hier draußen stürmt, windet und regnet es immer noch und hört auch gar nicht auf. Also ganz ehrlich, man möchte sich am liebsten hier drin verkriechen und den Tag an sich vorbeigehen lassen. Aber nach diesen Aufnahmen muss ich das Video ja noch fertig machen, sonst bekommt ihr das hier nicht zu sehen. Gut, und eigentlich wird mir jetzt gar nicht mehr viel zu sagen bleiben, aber da Weihnachten vor der Tür steht, habe ich ja im letzten Video gesagt, ich melde mich nochmal zu Wort. Und natürlich wünsche ich all meinen Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr verbringt die Tage bei euren Liebsten oder wo auch immer ihr seid. Hauptsache, ihr seid happy damit. Und vor allen Dingen wichtig, ich wünsche euch viel Gesundheit. Denn das ist halt das, was ich dieses Jahr auch lernen musste. Ich war jetzt so oft angeschlagen, das kam immer aus dem Nichts und hat sich so hingezogen. Und das kann das Leben so beeinträchtigen. Also Gesundheit ist das, was man wirklich ja nicht bezahlen kann, ne? Und darum wünsche ich euch natürlich ganz viel davon. Ja, ob es noch ein Video zwischen Weihnachten und Neujahr gibt, das weiß ich jetzt noch nicht. Also könnte ich euch eigentlich auch gleich schon einen guten Rutsch wünschen. Ein bisschen früh, ne? So Weihnachten und alles zusammen. Naja, ich mach's mal so ganz unterschwellig, ne? Also rutscht gut rein, falls wir nichts mehr voneinander hören. Machen wir es mal so. Aber ich bin guter Dinge, dass da vielleicht doch noch ein Video kommt. Mal schauen. Ja, denn hier geht es natürlich auch immer weiter. Als nächstes will ich mal gucken. Ich bekomme von einer Firma Lithium-Eisenphosphat-Batterien, also 12-Volt-Batterien, 100 Ampere-Stunden. Einmal für vorne, fürs Führerhaus, da kann ich die AGM dann rausschmeißen. Und einmal für hier unter der Liegefläche für den Wohnaufbau hier hinten. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja, ich habe mehr Leistung an Bord. Und dabei spare ich natürlich gleich wieder an Gewicht ein. Und da weiß ich jetzt aber nicht, wann die hier ankommen. Das kann auch erst im Januar dann sein. Auf jeden Fall, das sind so die Themen, wo es dann auf jeden Fall darum geht, die einzubauen und mal zu gucken, ja, wie lange betreibt mir so ein Ding eigentlich die Dieselheizung und, und. Aber ja, schauen wir mal. Ich muss ja erstmal hier haben. Ja, und dann war es das jetzt auch schon wieder. Somit kann ich dieses Video auch wieder abschließen. Diesmal vielleicht ein klein bisschen anders. Also, wir machen es nicht ganz wie immer. Mir bleibt wieder nichts mehr zu sagen, außer frohe Weihnachten.